Jo, ich habe etwas gehört, das? Ne? Was war das? Ich habe keine Ahnung, lass weg jetzt, da war was. Was geht's? Einige Zuschauer wundern sich bestimmt, warum ich eine Jacke trage. Heute gibt es ein Creeps Halloween Special. Wir besuchen sogenannte Lost Places. Das sind, könnte man sagen, verlassene Häuser oder in dem Falle Hotels. Denn Toni, Nia und meine Wenigkeit haben uns so ein bisschen informiert und werden jetzt einfach mal hinfahren und sterben. Lost Place Nummer 1 ist eine verlassene Villa und die zweite ein verlassenes Hotel. Ich hab echt ein bisschen Schiss, wenn ich ehrlich bin. Let's go! Wir sind gerade im Auto und wir stehen praktisch vor der Geistervilla. Wir gehen da gleich rein. Yo, Leute, was geht? Wir sind jetzt draußen und wir stehen quasi vor diesem Gebäude. Ich hab richtig Schiss. Müssen wir da reingehen? Wir müssen nicht, aber jetzt sind wir schon so weit gekommen. Rest in Peace, Freunde. Ohne Witz, das sieht so creepy aus, ey. Rest in Peace, Freunde. Rest in Peace. Alter, was geht denn mit dem Zaun? Als ob wir hier reingehen. Das sieht so creepy aus, das ist überall Gitter. Und ich habe ohne Witz die ganze Zeit Angst, dass wenn ich da irgendwie reinleuchte oder wenn ich da einfach reingucke, dass da auf einmal jemand steht. Das sieht genauso aus wie, keine Ahnung, American Horror Story oder so. Creepy. Hier ist eine Tür, hier ist eine Tür. Wo denn? Kannst du das aufmachen? Alter, willst du da einbrechen? Alter. Nee, lass doch mal lieber nicht einbrechen. Was ist denn da? Oh, das sieht so fucking creepy aus, ohne wenn hier irgendjemand ist. Wollen wir mal eben da unten reingucken? Hier unten, die Fenster sind so mit Folie dran. Oh, fuck, Alter, warum? Folterkeller. Man kann überhaupt nichts erkennen. Siehst du irgendwas? Oh, ich habe mich gerade vor meinem eigenen Spiegelbild erschrocken. Da ist irgendwas drin. Ich kann es aber nicht genau erkennen. Ein Ofen. Ist das ein Ofen? Ja, lauft halt weg. Lauft halt weg, Alter. Holy fucking shit. Nee, geht nicht auf. Okay, alles klar. Bloß weg hier, ey. Dieses Riesenfenster. Und jetzt gibt ja das. Das ist wirklich eine fucking Menschen. Das ist echt eine Villa. Okay, warte, ich komm zu dir. Alter, wenn die gleich aufgeht, ne? Ich renn weg. Ist mir scheißegal. Tschüss. Was ist das für ein Raum? Die Fenster ist auf. Soll ich mal aufmachen? Da ist irgendwas drin. Siehst du das? Ist da irgendwas? Ja, keine Ahnung. Und so ein creepy Keller. Ey, Nia, wo bist du? Ey, Nia. Hä? Ach, da hinten, okay, alles klar. Gleich ist auf der Aufnahme irgendwas drauf, ich konnte nichts erkennen. Wow. Guck mal, hier unten ist noch irgendwas. Oh, das ist der Eingang zum fucking Keller. Du gehst vor. Warum nicht? Ist mir scheißegal, geh vor, Alter. What the fuck, war hier mal ein Durchgang? Ja. Wo? Hier ist einfach nichts, das ist einfach nur eine Mauer. Hast du irgendwas gehört? Ich war mir unsicher. Ich bin immer weg, tschüss. Gebt euch das mal. Was? Komm, ist hier ein Loch. Willst du echt da runter? Ich mach das. Als ob du da runterkletterst. Ich mach das. Hoch, Mann, Alter. Ich krieg das hin. Jemand muss die Kamera nehmen. Bist du ready? Ich bin eigentlich nicht ready. Oh mein Gott. Ey, Nian. Ja? Lass mal weggehen. Ciao. Okay, alles klar. Hier ist ein Gitter. Ja. Und da hinten sind wieder solche Treppen wie hier zum Runtersteigen. Ich weiß nicht, hier ist... Oh mein Gott. Welchen Raum? Was? Oh mein Gott. Was denn? Ich hab mich gerade so erschreckt. Da ist so ein mega langer Tunnel. Komm schon, Toni, komm. Oh, das sieht so creepy aus. Ohne Witz, unter Toni ist einfach alles schwarz. Okay, wir haben es geschafft. High five. Location Nummer 2 ist ein abgelegenes Waldhotel, einsturzgefährdet. Wir müssen da echt aufpassen. Und das ist halt echt kein Witz mehr. Da kann richtig was schief gehen. Auf jeden Fall nicht zu Hause nachmachen. Wir sind jetzt richtig lang durch den Wald gelaufen. Ja, alles klar, lass mal kurz warten. Boah, Alter, wir werden gleich so nass. Das fängt an zu regnen. Ja? Ja. Ja, ist egal. Rip. Ohne Witz, ihr müsst wissen, Leute, ich bin der größte Angsthase. Und der da auch. Gar nicht. Ja. Sollen wir da wirklich rein? Wir sind voll Angst. Boah, ich weiß nicht, Alter. Ich glaube, das Häufigste, was ich heute gesagt habe, ist, Toni geht vor. Alter, du willst mich einfach opfern. Ja, würde ich halt wirklich machen. Dafür sind beste Freunde da. Alter, was ist das denn? Boah, sieht man das? Da ist irgendwas drin. Das sieht aus wie ein Stuhl da hinten. Da ist ein Stuhl oder so. Ich würde da nicht reingehen, weil stell dir mal vor, das stürzt ein oder so. Oh, das ist voll schlimm, Alter. Geht halt ohne mich. Erkennt man irgendwas? Das ist so eine riesengroße Halle. Seht ihr das? Ey, ohne Witz, sollen wir da wirklich reingehen? Ich habe ein bisschen Schiss. Geht mal reingehen. Das wäre halt wirklich gefährlich. Guck nur rein, ne? Geh da nicht rein. Reingehen würde ich echt nicht so. Ja, weil wenn wir da reingehen, guck mal, wie viel hier eingestürzt ist. Das ist super gefährlich, Alter. Viele Sachen hier einfach rumliegen. Da ist ein Stuhl, da ist irgendwie... Alter, das ist ein Sofa, das ist ein uraltes Sofa. Alter, ich bin doch jetzt nicht hingekommen, um nur von außen zu gucken. Ich gehe hier verdammt nochmal rein. Gehst du da echt rein? Ey, ich habe ehrlich gesagt ein bisschen Schiss, ne? Guck mal, wie undicht dieser Decke einfach nur aussieht. Ja. Da sind Löcher drin auch. Da sind Löcher drin? Da oben. Da ist ein Loch. Das sieht aus wie eine Falltür. Hier ist locker eine Falltür, Alter. Ja. Gib euch das einfach mal.
dieser ekelhafte Stuhl. Hier ist alles ekelhaft, hier ist alles eingestürzt. Dieser Stuhl ist einfach direkt zum Fenster gerichtet. Richtig cool. Hier wird da so einer sitzen. Wo ist ein Kabel? Hier ist ein Kabel. Hier verläuft ein Kabel. Was ist denn das? Keine Ahnung. Ich traue mich gar nicht, das anzufassen, wenn ich ehrlich bin. Warte mal, wo verläuft das? Hier. Das führt in den Wald rein. Das geht einfach in den Baum hoch. Warte mal, ich weiß nicht, ob man das sieht. Doch, das sieht man. Hier verläuft das Kabel. Guck mal, das ist von dem Baum abgerissen worden. Es ist direkt über uns. So fängt wirklich ein schlechter Horrorfilm an. Warum bin ich jetzt vor euch? Hier geht vor. Ey, hier ist alles eingestürzt. Da kann man halt reinklettern. Ja, denkst du, ich mach das? Ja. Gib dir das einfach mal. Das wird hier... Oh, Toni, pass auf. Pass wirklich auf. Vorsicht. Unter dem Boden ist wahrscheinlich noch ein Keller. Nein, geh da nicht rauf. Darauf will ich nicht tun. Toni, pass auf. Da oben ist die Decke schon ab. Was? Da oben bricht die Decke auseinander. Oh, fuck. Yo, ich habe etwas gehört, ne? Was war das? Ich habe keine Ahnung. Lass weg jetzt. Da war was. Ich habe Schritte gehört. Lass es weg. Okay, Leute, wir haben es geschafft. Nichts wie fucking weg hier. Das ist einfach komplett beschlagen. Sieht richtig weird aus. Wollt ihr noch irgendwas sagen? What up, meine Wertfreunde? Kurzer Nachtrag. Ich schneide gerade das Video und ich will noch mal etwas kurz zu diesen Störgeräuschen sagen. Ich kann es ehrlich gesagt echt nicht zuordnen. Vor allen Dingen hat nur meine Kamera das aufgenommen. Und ein Störgeräusch fand ich besonders krass. Ich gehe hier verdammt nochmal rein. Gehst du da echt rein? Also, falls von euch jemand weiß, was zur Hölle oder wodurch das kommt, dann schreibt es mal in die Kommentare rein. Weil ich finde es schon ein bisschen creepy. Gebt einen Daumen nach hoch, wenn ihr mehr sehen wollt. Hier, meine Freunde, geht's zu meinem Fakten-Special. Und dazu sexuellen Anspielungen in Videospielen. Und hinterlasst ein Abo. Immer schön, da bleibt positiv bleiben.